Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Meine Kollegin Meroda hat mich bestens vertreten beim Radio B2 Schlagerhammer. Hallo, liebe Zuschauer. Nämlich befinden wir uns heute auf Berlins größter und schönster Rennbahn, dem Hoppegarten, wo heute der Schlagerhammer stattfindet. Und was uns erwartet? Wir bleiben gespannt. 15.000 Menschen aus allen Altersgruppen lockte der Radio B2 Schlagerhammer auf der berühmten Rennbahn Berlin-Hoppegarten, wo es zum ersten Mal ausgetragen wurde. Stars und Sternchen performten knapp 10 Stunden bei optimalem Wetter. Auch Gäste aus der Politik traf man hier. Hallo Herr Henke, schön Sie hier zu haben. Gestern hat die CDU ja einen tollen Film vorgestellt. Was ist das denn heute? Ist das ein weiterführendes Wahlprogramm oder ist das Freizeit? Ja, schön wär's. Aber im Augenblick ist ja alles, was ich mache, irgendwie politisch. Nein, aber ich bin ein bekennender Fan des deutschen Schlagers. Freue mich über diese Veranstaltung und habe gesagt, also die 2 Stunden, die schneide ich mir jetzt auch mal raus. Jetzt will ich ein bisschen Abspannung, ein bisschen Schlager hören. Auf wen freuen Sie sich denn heute am meisten? Ah ja, ein wunderbares Programm. Also Nino D'Angelo ist so ein Favorit, ja. Werner Brink, Roberto Blanco, ja. Also ist eine Menge dabei. Vicky Leandros, mal schauen. Jetzt wurde es Zeit, dass Meroda sich ins Publikum begab. Ja, das Wetter spielt ja dieses Jahr auch besser mit. Sind Sie denn das erste Mal hier? Also das erste Jahr, weil Das erste Mal beim Schlagerhammerfest. Genau, und das ist richtig super Stimmung. Richtig schön. Super, danke schön. Bitte schön. Ja, die gute Stimmung sieht man. Oh, wir sind hier auf dem Schlagerhammer. Ja. Habt ihr denn Lieblingsschlagersänger, auf den ihr euch total freut? Total Armin Schäfer. Leider heute nicht dabei. Ja. Was? Und Helene Fischer ist ohne hier, tut mir leid. Schade, aber wir haben ja ganz viele tolle Schlagersänger hier. Auf wen freut ihr euch denn? Ja, im Großen und Ganzen geht es ja um eine Ganze an sich. Und das ist eigentlich völlig egal, wer eigentlich auftritt, weil die Stimmung ist immer da. Und wenn man selber ein bisschen Stimmung macht, dann ist das auch okay. Ja, und dieses Jahr haben wir auch Glück mit dem Wetter gehabt. Das ist euer erster Schlagerhammer. Nee, das ist falsch. Wir haben nicht dieses Jahr Glück, wir sind hier in Hoppegarten. Ich bin hier geborener Hoppegartner. Wir haben hier immer Glück. Glück hatten die Fans, die ein Autogramm von diesem Herrn bekommen haben. Hallo Herr Arland, haben Sie denn eine Inspirationsquelle? Meine Inspirationsquelle, glaube ich, ist Berlin. Ich wohne jetzt seit einem Jahr schon hier und habe hier unheimlich viel Inspiration gefunden, muss ich sagen. Also man findet hier eigentlich alles und es gibt nichts, was es nichts gibt. Und von dem her bin ich ja voller Enthusiasmus aus Berlin jetzt hierher gefahren, nach Hoppegarten, und hat richtig viel Spaß gemacht. Sehr schön. Hören Sie eigentlich privat auch noch Schlager, wenn man ja wirklich so viel damit zu tun hat? Also ich höre privat alles Mögliche, hin und wieder auch mal Schlager, aber ehrlich gesagt höre ich lieber ganz andere Sachen. Viel, viel Swing-Musik oder Marc Knopfler höre ich gerne oder was jetzt gerade so aktuell ist, da läuft bei mir alles rauf und runter, irgendwelche Playlists. Da bin ich jetzt nicht so der große Schlager-Fan, weil das macht man wirklich beruflich und dann holt man sich da auch wieder Inspiration von anderen Musikgenres. Und mit einem Selfie endet Merodas Berichterstattung vom ersten Radio B2 im Hoppegarten stattfindenden Schlagerhammer. Hammer! Die Urlaubssaison hat begonnen. Und im zweiten Teil von Lifestyle gibt es 2 Bücher zu gewinnen. Jetzt zeige ich euch erstmal was ganz Außergewöhnliches bei Frau Dr. Odenthal. Die Urlaubssaison hat ja schon so richtig begonnen und jetzt sitze ich hier bei Frau Odenthal und die zeigt mir, wie man schön Urlaubsbilder malt. Hallo Frau Odenthal. Guten Tag. Das ist ja toll. Sie malen Urlaubsbilder. Ja, also ich male, es macht mir einfach Spaß, es kribbelt mir in den Fingern, wenn ich bestimmte Landschaften, zum Beispiel an der Ostsee im Darß, da langlaufe, dann nehme ich einen Skizzblock mit.
und fange die Situation ein, die Atmosphäre erstmal nur mit Bleistift. Und dann später gehe ich nach Hause und mache das auf Aquarell oder auch auf Öl und versuche dann, dann ist es aber möglichst noch frisch, diese einfach die Atmosphäre von Farbe, Form und Stimmung einzufangen. Und ja, das macht Spaß. Wie kamen Sie dazu eigentlich? Ach, ich male schon als Kind, habe ich schon angefangen zu malen. Und da wurde an langweiligen regnerischen Sonntagen wurde eine Prinzessin nach der nächsten gemalt. Meine Mutter nannte das Malwut. Ja, und später auch im Kunstunterricht. Und ich habe es allerdings nicht als Beruf gemacht. Ich bin vom Beruf ja Ärztin. Mhm. Aber das Hobby ist mir immer geblieben. Sie sind Physiotherapeutin? Ich bin Psychotherapeutin und Internistin. Also hausärztliche Internistin, normaler Hausarzt. Aber habe dann noch meine Extrastunden als Psychotherapeutin. Ja, und das mache ich so als Ausgleich. Als Ausgleich. Und würden Sie das auch Ihren Patienten raten? Ja, einigen rate ich dazu. Mhm. Das macht denen Spaß und einige haben auch schon gemalt und sogar hier auch in meiner Praxis ausgestellt. Und welche Farben benutzen Sie? Na, ich benutze Aquarellfarben oder eben auch Öl auf Papier oder Öl auf Leinwand. Und hier hängen ja einige Bilder und wir werden uns gleich auf die Reise begeben von Ihren Urlaubsorten. Was können wir denn da alles sehen? Ja, dann kommen Sie mal mit. Dann komme ich mal mit. Das ist ein Bild, das habe ich in Brighton gemalt. Ja. Das war in einem Café und da saßen eben auch eine Straßencafé-Situation. Da habe ich einfach eine Serviette zur Hand genommen, weil ich sonst nichts hatte. Und skizziert und anschließend, wie gesagt, so übertragen. Das Bild hat ja bestimmt länger gedauert und die Skizze, wie stelle ich mir das Skizze vor? Skizze mache ich in 15 Minuten oder noch kürzer. Haben Sie die denn auch, bewahren Sie die auf, die Skizze? Nein, die ist weg. Zum Vergleich so? Die ist wie weg. Ich mache die Skizze und dann übertrage ich auf das Papier, das ist erst ein Bleistift und danach wird das eben mit Aquarellfarben gemalt. Sehr schön. Und jetzt gehen wir im nächsten Raum? Ja. Gut. In welchem Urlaubsland sind wir denn jetzt, Frau Unter? Das ist in Vorarlberg in Österreich, in der Laas und da beim Wandern, so eine Situation, so ein Bergbauernhof, Hintergrund die Berge und dann, wie gesagt, auch Wanderrucksack, Skizzblock gehabt und dann zu Hause mit Aquarell ausgemalt. Jetzt haben wir das krasse Gegenteil, den Kontrast. Wo war das denn? Das ist wieder auf dem Darß gewesen. Und zwar in Ahrenshoop, da gibt es ja dieses eine Reetdachhaus mit diesen drei Bäumen. Und das war so eine Stimmung, das ist Winter gewesen, deswegen so relativ hell. Auch ein bisschen Schnee noch dabei und so eine ganz helle, blau-graue Situation und Atmosphäre. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ihre vier Jahreszeiten hier. Ja, genau. haben Sie hier verteilt. Das wurde jetzt auch auf Aquarell gemalt. Und dann gibt es hier rechts ein Ölbild, oder? Ja, das ist Öl auf Papier. Okay. Das ist in La Mancha in Spanien gemalt worden. Machen Sie eigentlich auch noch Fotos, so wie es sonst jeder tut? Nein, na doch, Fotos mache ich nur für mich, aber nicht zum Malen. Das heißt, ein einziges Bild ist auf einer Fotografie heraus entstanden. Da kommen wir noch zu. Ah ja, da gehen wir jetzt hin. Ja. Das ist das Foto? Ja, das ist das Foto. Das ist entstanden von einem Sherpa. Da waren wir trekken im Himalaya, oben auf 5000 Meter Höhe, Gotchala, und gucken in der Ferne auf den Kanchenjunga. Und da hat der uns natürlich aufgenommen. Das war die 5000 Meter. Und dann habe ich dieses Foto nachher mal anschließend eben übertragen, halt auf Aquarell. Sie haben schon sehr viel bereist. Ja. Und Sie waren auch in New York. Das ich war auch in New York. Ja, das ist das Bild aus New York. Das ist im Village gemalt worden. Da saß ich im Café und ich saß innen und die beiden standen außerhalb, also vor meinem Fenster. Ja. Und da sind die Village-Dörfer und dann dieses Paar, was so gerade sich unterhält. Das ist sozusagen das Close-up. Und um das etwas mehr zu zeigen von der allgemeinen Situation, da ist es so gewesen, also da sieht man noch ein bisschen mehr, da sieht man noch mehr die Häuserfluchten und das Paar im Vordergrund. Und dann habe ich dann noch so halt so eine, die ganzen Menschen, die da rumliefen, gemalt. Ja, das ist mehr so ein bisschen so ein naiver Expressionismus, weil stimmt ja nicht so ganz mit der Perspektive, also wie so ein Kind halt malt. Ja, die im Vordergrund und die viel kleiner, aber noch da rein.
Man experimentiert ja manchmal auch mit Stil und Form und Farbe. So ist es. Wie lange brauchen Sie so für so ein Bild? Unterschiedlich, aber relativ schnell. Das Hauptding muss immer ungefähr noch an einem Nachmittag fertig sein. Und verändert wird es dann natürlich noch ein paar Tage später und perfektioniert. Aber so das, was ich so im Kopf habe, das muss irgendwie am selben Tag noch fertig sein. Das kann natürlich auch einen ganzen Tag dauern, geht auch. Und dann gucke ich noch, da kann man es noch verbessern, dort noch verbessern. Und dann ist dann so ein Prozess von einer Woche oder so. Wir haben dann noch da noch einen Pinselstrich, dort einen Pinselstrich. So wie Sie es gesehen haben, Genau. Die habe ich ja auch noch nachgebessert, die ich da mitgebracht hatte. Aber ich muss Ihnen sagen, es ist so eine schöne Idee. Es ist sehr zeitaufwendig. Aber diese Idee dahinter, keine Bilder zu machen, sondern die Impression, die man hat von seinem Urlaub, so zu darzustellen, wie Sie das machen, das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen war ich so interessiert, auch hier zu sein und das mal zu filmen. Mhm. Wie Sie so leben und wie Sie das so machen. Mhm. Ich bedanke mich herzlichst. Gerne. Und ich sehe Sie zukünftig mal wieder, wann ist der nächste Urlaub geplant? Jetzt sind wir dann wieder wandern. Ja. Auch da ist irgendwann, wenn wir wieder segeln gehen. Ja. Und haben Sie da schon eine Skizze gemacht? Segeln? Nein, dann noch nicht. Okay. Und dann Kuba. Oh. Im November Kuba. Das wären auch schöne Bilder. Das ja, glaube ich auch. Zu karibisches Licht. Darauf freuen wir uns. Ja. Mal gucken. Dankeschön, Frau Ohntal. Danke. Gerne.